Freunde, wir sind wieder zurück zu Bannerlord mit Eagle Rising. Hat natürlich nichts gespeichert. Könnt kotzen bei sowas. Sollte ich kurz vielleicht selber mal angreifen hier? Warte, die rennen immer alle weg. Was haben die denn immer alle Angst vor mir? Ich bin doch voll friedlich, Alter. Ich bin doch so ein richtiger Chiller. Bastet, die Gewürzverkäuferins Trupp, wird bei Opava angegriffen. Bastet wurde von Ustaigais Trupp gefangen genommen. Scheiße. Jetzt haben wir tatsächlich nur noch ein paar Trupps weniger. Wir stellen jetzt einfach mal neue Trupps. Brauchen mehr Armeen. Habe ich eigentlich den anderen Typen schon zum Clan erkoren? Hat das schon funktioniert gehabt? Ich glaube schon, ne? Ja, minus 3 Einfluss. Kommt so ein bisschen Einfluss von mir. Dass du nicht ganz so nutzlos bist. So, Beijing Castle wurde eingenommen. Okay. Sehr gut. Wahl beginnt gleich. Finde ich super, Alter. Dieser Pagarius-Mann, der ist eine richtige Maschine. Oh Gott. Oh, das ist ein Problem, oder? Ich hätte es auch... Ja, egal, ne. Passt schon. Ich kann jetzt nur hoffen, dass wir rechtzeitig ankommen, um ihm noch zu helfen. Okay. Hoffe jetzt einfach mal, dass es nicht wieder abstürzt. Wie können die es eigentlich wagen? Wie können die es eigentlich wagen, meine Armee anzugreifen? Meine Verbündeten, meine Freunde. Da schwenken wir auch das römische Banner. Oh, wird auch scharf geschossen. Ja, Leute, nimmt die Schilde hoch. Oh, geil. Es wäre geil, wenn man durch das Schild durchschießen könnte, wenn man so richtig stark anspannen kann. Meine Lanze würde ich nur sehr ungern abgeben, muss ich wirklich sagen. Und hier gibt es die Hauptschlacht. Beide Seiten werfen ihre Speere. Wir haben 3 Verwundete, die haben schon 30 Verluste. Ist halt krass mit den Speeren, ne? Wie Haie fischen die Speere eigentlich sind am Ende des Tages, schau ich das mal an. 7 zu 50. Bevor es auch nur so richtige Schlacht gab, sind halt Billo-Einheiten. Da hinten unsere Kavallerie, oder? Unsere Kavallerie, ja. Das nicht. Oder? Einfach mal angreifen. Weil die werfen auf feindliche Einheiten, glaube ich, oder? Ja. Deswegen nur rein rassig römische Armee. Die fliehen schon, oder was? Digga, wir haben doch gerade erst angefangen. Ja, 8 Leute sind gestorben. Digga, das ist ein Massaker. Du bist feindlich, ne? Du auch, glaube ich. Du auch, glaube ich. Mein Aim ist halt wirklich sehr gut gerade, muss ich gestehen. Sorry. Ne, der gehört zu uns. Oh, lol. Den habe ich aus Versehen getötet. War aber der Richtige. Komm. Hi. Weißt du was, ich habe voll Bock auf dein Pferd zu schießen. Stell dir vor, du bist gemütlich am Reiten. Auf einmal hast du kein Pferd mehr unterm Arsch. Okay. Ich glaube, es war mein eigener. Sorry. Ich werde besser, ne? Sagt er. Oh, sorry, Mann. Scheiße. Ende wieder erwische ich eigene. Hatte Hü. Sind denn hier noch Feinde? Da kämpfen, da hinten sind noch einige. Wer zu mir?
Die Musik sagt, wir gewinnen. Wir haben, ja, 50 Leute sind jetzt dann weg. Erstmal verwundet oder tot. Au. Tja, hast einen Fehler gemacht. Du hast ein Glück. Aber dein Glück ist jetzt vorbei. Ich sehe so nichts mit dem Speer. Der gehört zu mir. Bleib doch stehen. Ich hasse Kavallerie abgrundtief, ne? Hat mein Pferd gerade Schaden bekommen? Au. Ja, reit in meine Armee rein. Was? Ne, warte mal, der gehört doch zu mir. Lol. Ich reite die ganze Zeit meinem eigenen Mann hinterher. Das sind Feinde hier. Alter. Entschuldigung. Mach ich denn dem keinen Schaden? Das... So, ist dem immer noch 21, 23. Okay, wir haben trotzdem gewonnen. Danke. Ja, da habe ich dir echt hart den Arsch gerettet. Und, oh, Clan Eleftheroi. Eleftheroi. Ja, nee, war schon richtig. Oh, alles? Oh, den gesamten Clan Eleftheroi habe ich gefangen genommen. Bastet ist auch befreit. Oh. Leider nur wenig Römer. Hier nehmen wir auch die Römer mitgefangen. Warum haben denn die so viele Römer, diese Barbaren, als Gefangene? Schau ich das mal an. Das ist fast eine rein römische Armee hier. Ich habe so viele Sachen im Inventar. Aber wo will ich das Zeug verkaufen halt, ne? Ist ja nirgends was wert. schauen wir mal. Die Eleftherois. Okay, der ist relativ. Beruf, kleine Fraktion. Und das sind ja Söldner am Ende des Tages. Ne, okay. Dann gehst du. Verbesserte die Beziehung mit ihm. Bist du ein höheres Tier in eurem Clan? Auch nicht. Ich lasse dich halt frei, dass sie mich mögen. Ob es was bringt, wird sich zeigen. Der sieht richtig nutzlos aus. Der hat zwei Bögen? Was zum Fick? Warum hat der zwei Bögen? Einen mit linker Hand, einen mit rechter Hand, oder was? Aber womit tut er dann die Bögen spannen? Harjavaldas. Der gehört zu niemandem, oder was? Ah, schade, der mag mich nicht so. Da ist die Erfolgschance nicht ganz so hoch. Aber das war trotzdem ein kritischer Erfolg. 82% perfekt, okay. Oh, okay, der lässt sich sehr billig ködern. Na gut. 15.000. Wie schaut's mit dir aus? Uzdagaibats. Ich präsentiere euch das Drachenbanner von Kalradios. Hä? Also was mit ihm ist, weiß ich nicht, aber er will sich uns nicht anschließen und ich kann ihn auch nicht irgendwie überreden. Er ist scheinbar ein höheres Tier in dem anderen Clan. Aber ich habe das Drachenbanner, ich bin auch mein eigenes Reich, also warum, hä, wie, verstehe ich es immer noch nicht ganz, warte immer ganz kurz. Ich glaube, ich habe noch immer irgendwas falsch gemacht mit diesem Drachenbanner-Geschmarre.
So, ich habe das doch schon zusammengesetzt. Besitzt eine imperiale Siedlung? Ich habe doch eine imperiale Siedlung. Ich habe Patavium. Patavium ist eine imperiale Siedlung. Ach so. Ach, ich soll jetzt zu ihr nochmal hingehen. Warte mal ganz kurz, wo ist sie denn? Ich gehe da jetzt einfach mal kurz hin. Ah, das ist wieder am anderen Ende der Welt, ne? Das Problem, wobei so weit weg ist es auch nicht. Komm, wir gehen mal schnell hin. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir durch die errungenen Siege mal ein bisschen Kavallerie mit rein. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir durch die errungenen Siege ein bisschen Ruhe haben. Aber so sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. Wo laufen die denn eigentlich rum? Also meine Karawanen, ne? Trogimarus, der Zerlumpte, wurde gefangen genommen. Ich könnte kotzen, diese Idioten. Ich gebe den Oh, da ist wirklich sogar ein Questmarker. Ich gebe den quasi unbegrenzt viel Geld. Aber es ist nichts wert, so gefühlt. Als rechtmäßiger Imperator Calradius bin ich bereit zu verkünden, dass ich das Drachenbanner besitze. Ich bin bereit. Und ich will jetzt das Imperium wiederherstellen. Okay. Okay, gut. Hätte ich mal vorher machen sollen. Mal gucken, was jetzt die Auswirkungen des Ganzen sind. Vereintes Imperium. Okay. Ja. Jetzt sind wir. Wir haben eine andere Kultur, aber wir sind imperial, also. Mal gucken. Nebenbei latschen wir jetzt einmal nach Hause. Unsere Siedlung wird angegriffen. Das ist aber nicht sehr freundlich. Da komme ich aber nicht rechtzeitig hin. Ja, übrigens, aber da komme ich nicht rechtzeitig hin. Ich wollte ja trotzdem... Belagere ich das Ding jetzt einfach auf dreist? So, YOLO. Ich dachte, das ist ja strategisch auch gut gelegen. Handeln darf ich ja nicht. Warum ich auch nicht handeln darf. Truppen rekrutieren geht nichts, okay. Kann ich Schmiede? Schmiede gehen? Ah, okay, gut. Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht direkt. Oh Gott, da kommt direkt eine Verstärkungsarmee. Voila, Krise. Ich sag mal so, die sind mir an sich deutlich überlegen. Ja? Ich gehe. Und versuche ihn anzugreifen. Das wird eine fette Schlacht. Ich finde es nur schade, dass ich die nicht überreden kann oder bestechen kann, während wir in diesem Redeinterface sind. Weißt du, was ich meine? So, dass man sagt, okay, pass auf, lass den Scheiß sein, Alter. Hier kriegst du ein bisschen Geld. Hä? Kuss auf die Nuss. Und dann lassen wir uns in Ruhe und du schließt dich uns an oder so ein Scheiß, ne? Das wird auf alle Fälle eine große Schlacht. Ich bin sehr gespannt. Wir halten auch eher eine defensive Stellung, so wie es ausschaut. Oh Gott, wir werden ja richtig hart beschossen. Schildkrötenformation haben sie schon eingenommen hier. Aber unsere Bogenschützen schießen auch. Aktuell noch keine Verluste auf irgendeiner Seite. Jetzt haben wir einen Verwundeten. Beiden Seiten. Ah, wir haben höhere Verluste aktuell. In der Zeit ein bisschen rumzustochern. Mann.
Spasti. Au. Oh Gott, jetzt geht's ab. Die haben auch Römer bei sich. Mein Schild ist weg. Die haben mein Schild kaputt gemacht. Wollt ihr mich gerade verarschen? Oh Gott, wir verlieren enorm viele Leute. Die Soldaten sind leider nicht ganz so schlecht, wie es mir lieb wäre. Da muss ich wirklich in mein A-Game, Leute. Da muss ich ins A-Game. Leute von hinten abstechen. Auch wenn ich kein Schild mehr habe. Oh Gott. Die haben so viel Kavallerie. Oh, der war nice. Kurz ein bisschen bei den Bogenschützen Angst und Schrecken verursachen. Jeder Stich ist ein Tod, meine Freunde. Jeder Hit ist ein Treffer. Ich schaue mir auch die Statistiken gerade gar nicht an. Ich will es gar nicht wissen. Okay, wir haben über 100 verloren. Die haben 130 verloren. Scheiße, Mann. Das sieht nicht gut aus aktuell. Ich habe unsere Armee stärker eingeschätzt. Aber das ist hier wohl scheinbar wirklich eine Armee. Die seit längerem nicht besiegt wurde. Mit guten Elite-Einheiten. So, die reiten wir jetzt alle tot. Das ist schon lustig, muss ich gestehen. Gehört der zu uns? Oder warum lief der so komisch auf die Bogenschützen zu? Ich liebe Pferde. Wir haben alleine die fast die gesamten feindlichen Bogenschützen ausgeschaltet. Weil unser Pferd ist fast tot. Der läuft scheiße, hm? Wie viele Kills habe ich alleine gemacht? 74. Ich habe schon wieder ein Drittel der feindlichen Armee ausgeschaltet. Das zeigt euch mal, wie stark man als Spieler werden kann und wie schwach die eigene Armee ist, trotz allem. Sorry. Du stehst nur dabei und schaust zu, oder was? Au, 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 au. Ah, scheiß drauf. Warum gibt es denn hier noch so einen kleinen Kampf eigentlich? So einen kleinen Gruppenkampf abseits, so fast schon Flankierungsmanöver. Lass meinen römischen Legionär in Ruhe. Arschloch. Sie Arschloch, Entschuldigung. So. Können wir den Kampf jetzt hier bitte gewinnen? Nachdem ich euch hier gerade helfe und die gesamten Leute beseitige, die hier noch mit rumstehen. Ich würde trotzdem mal ein Zweihandschwert machen. Ich hätte irgendwie mal Bock auf ein Zweihandschwert, ich weiß nicht. Und dann mal kurz das Pferd beiseite legen. Okay, wir haben 200 Mann verloren. Die haben 310 verloren aktuell. Verluste, 53 Tote, 160 Verwundete. Jetzt mit dem Zweihandschwert hier rumschnetzeln, das wäre richtig geil, glaube ich. Wenn das Zweihandschwert so funktioniert, wie es in Bannerlord, in Warband funktioniert hat. Weil ich habe hier in dem Spiel tatsächlich bis jetzt außer Speeren, Bögen und Schwertern, also normalen Schwertern, nichts ausprobiert. Oh Gott, ich weiß. Oh, lol, 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 lol. LOL. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ich muss mein Pferd ablegen. Pferd muss weg. Mach alleine weiter. Kuss auf die Rüstung. Hast guten Job gemacht. Das ist ein Feind, oder? Der schaut doch hässlich aus. Ja, ja, der stochert auch meine Leute ein. Entschuldigung.
Digga, hier reiten Leute rum, Alter, wie im U-Bahnhof. Oh Gott, was ist denn hier los? Ja, das ist scheiße mit dem Speer. Auf dem Pferd, ja, von hinten. Aber so von vorne. Mal seitlich. Ah, dann kommt direkt Römer. Oh Gott, das war meiner. So, das ist das, was wir wollen. Schön seitlich einstechen. Oh Gott, geh weg. Ein Mann oder eine Frau? Okay. Au. Sie haben 400 verloren, wir haben 300 verloren. Digga, das wird ein Reinfall hier gerade. Dachte ich eigentlich, ich habe so gute Soldaten. Alle gelevelt, mit viel Liebe. Digga, der liegt am Boden. Wir stechen auf den Toten ein und er lebt immer noch. Au. Au, Leute, da wirft er mir einfach einen Speer ins Gesicht. So stelle ich mir Fischen vor. Mit Speeren. Ich brauche ein Zweihandschwert. Ich werde als nächstes mir ein Zweihandschwert craften. Du bist Feind, oder? Mach ihn tot. Warum fliehen die eigentlich nicht? Sonst rennen die doch den ganzen Tag weg. Ich meine, die waren uns überlegen. Darf man auch nicht dazu vergessen. Die hatten ja doch mehr Truppen als wir im Feld. Okay, den haben abgestochen. Jetzt ein Pferd nehmen. Wenn der stirbt, ist mir egal. Also so funktioniert eigentlich deutlich besser, das Abmurksen. Oh, der wäre nice gewesen, hätte ich den gekillt. Okay, wir sind in der Zwischenzeit überlegen. Aber Leute, ohne mich hätten wir das verloren. Das finde ich halt krass, dass sie so krass stark sind. Warum? Warum sind wir so schwach? Taktik? Weiß ich nicht. Wir kämpfen einfach in der Frontlinie. Bogenschützen hinten, Kavallerie flankiert. Gehörst du zu uns? Ne. Gehörst du zu uns? Ja. Einfach die Pferde alle abstechen. Da hinten sind Bogenschützen. Warum schießen die denn durch den Wald? Sagt denen keiner, dass es ineffizient ist, durch den Wald zu schießen? 700 Damage. Habe ich den seinen Kopf mitgenommen oder steckt er noch an der Lanze dran? So, ich sag, das Pferd darf gerne sterben. Die fliehen, oder? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Die Verluste waren so, wir haben 400 Mann verloren. 400 von 560 Mann zu verlieren, das ist nicht meine Absicht gewesen. Das wird eine Weile dauern, bis wir uns davon erholt haben. Leute, ich bin raus für heute. Macht's gut. Tschüss.